Krimisalon, natürlich wie immer aus der Buchhandlung Bücher am Spitz im 21. Wiener Gemeindebezirk. Wieder gibt es einiges aus der Welt der Krimis zu berichten und über deren Schriftsteller. Krimis gehören in jede Bibliothek oder, um mit Marie von Ebner von Eschenbach zu sprechen, wenn auch etwas abgewandelt, ein vortrefflicher Krimi, den verschlingt man, liest ihn und man schafft ihn sich an. Zuerst ein Rückblick auf die Buch Wien 2016. Vom 10. bis 13. November 2016 fand die Buch Wien, die alljährliche Wiener Buchmesse, statt. Natürlich von den Dimensionen weder mit Frankfurt noch mit Leipzig vergleichbar, doch Jahr für Jahr steigern sich die Besucherzahlen. Wieder waren alle Genres vertreten, selbstverständlich auch der österreichische Krimi. Besonders erfreulich die zahlreichen Kinder und Jugendlichen. Das Buch ist noch lange nicht out. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Generation mithilft, die Ergebnisse der letzten PISA-Studie entscheidend zu verbessern. Exklusiver Besuch am Stand des Krimi-Verlags Federfrei. Veit Heiduschka, Produzent zahlreicher, erfolgreicher und preisgekrönter Filme. Zahlreiche Lesungen, wie beispielsweise von Krimi-Kollegin Amaryllis Sommerer mit ihrem neuen Werk »Wie das Leben geht«. Die österreichischen Krimi-Autoren waren wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Überall trifft man Kollegen wie Bernhard Regenfelder, der sein neuestes Buch ebenfalls bei Federfrei präsentiert. Worum geht es? Die Fortsetzung von Das Genius-Patent, also der zweite Teil der Trilogie. Es geht nunmehr um den Hacker Nico Rims, der auf der Suche nach seiner wahren Identität ist und dabei natürlich auch einige Hürden und nehmen muss auf dem Weg, eben um seine Identität herauszufinden. Und dabei kommt er natürlich, weil dieses Buch beschäftigt sich natürlich wieder damit, eben historische Fakten mit Fiktion zu verknüpfen. Und es dreht sich dabei um sehr, sehr mysteriöse Figuren der Nachkriegszeit. Also, welche Leute sind da quasi nach dem Weltkrieg ganz stresslos von der Wehrmacht eben zu den Amis oder zu den Russen gewechselt. Es gibt Leute, die haben sogar hochrangige Positionen dann auch eingenommen. Woher das Interesse für dieses Thema? Ergibt sich eigentlich durch die Recherche, also nachdem das ja alles historische Fakten sind, hat sich das natürlich irgendwo entwickelt, weil man auf immer neue interessante Fakten gestoßen ist. Also Dinge, die uns nicht verheimlicht werden, die wirklich offen da liegen, aber es scheint sich anscheinend interessiert sich niemand dafür und deswegen war das genau der Ansatz, diese Fakten aufzugreifen und so ein Buch zu verarbeiten. Trilogie bedeutet drei Bände. Wann erscheint der dritte? Das zweite, ja. Also es wird eine Trilogie, also eben das Genius-Patent ist das erste, der Genius-Strategie das zweite. Nächstes Jahr, so haben wir mit dem Wolfgang ausgemacht, eben kommt der dritte Teil. Ich hoffe, ich werde fertig. Ja. Auch ausländische Verlage sind auf der Buch Wien vertreten, wie der deutsche Verlag Buchvolk aus Zwickau in Sachsen, heuer zum ersten Mal in Wien.
bin begeistert. So viele Menschen, so viel Besucher, interessiertes Publikum, das gefällt uns sehr gut und wir kommen bestimmt wieder. Wie kommen die Bücher bei den Wienern an? Auch sehr gut. Wir haben ja auch Autoren aus Wien und es sind ja nicht nur Bücher aus Sachsen, sondern wir haben auch mittlerweile länderübergreifende Anthologien, Kurzgeschichtensammlungen, Kinderbücher und da findet man ein aufgeschlossenes Publikum. Claudia Bullfürst ist in Deutschland eine sehr bekannte Autorin. Wie sieht es in Österreich aus? Eher noch nicht so groß, das wird sich aber jetzt ändern. Wir werden alles daran setzen, dass sich das ändert. Das würde mich freuen. Zur großen Buchvolk-Familie gehört auch Ralf Alex Fichtner aus Schwarzenberg in Sachsen. Er zählt zu den weltbesten Cartoonisten und vor allem ist er wohl der schnellste Porträtist weltweit. Kaum 3 Minuten braucht er für ein Porträt seinen sogenannten Blutbildern. Auch er ist von der Buchung begeistert und zeichnet wie am Fließband. Mir gefällt es sehr gut. Es wird auch gut angenommen, mein Zeichnen. Hätte ich nicht gedacht, denn das ist doch etwas Ungewöhnliches, denke ich. Er weiß, dass er mit seinem Talent einzigartig in der Kunstwelt ist. Doch, es machen doch nicht allzu viele, vor allem die nicht so schnell. Und du musst es ja schnell machen, damit du viele Leute bedienen kannst. Diese einmalige Gelegenheit lassen sich auch Federfrei-Verlagschef Wolfgang Mayer und Kollege Bernhard Regenfelder nicht entgehen. Wie viele Menschen hat Ralf Alex Fichtner im Laufe der Jahre porträtiert? Ich habe mal geschätzt 10.000. Das heißt, du könntest schon eine Kleinstadt gründen. Ja, allerdings. Fast eine mittlere. Also, auf alle Fälle, wenn man so viele malt, müssen ja viele ähnlich sein. Und trotzdem, bei jedem sieht man was anderes. Bei jedem sind die Augen anders, die Stellung, alles hier, die Entfernung der Nase, vom Mund und. Das Gesicht ist eigentlich das Interessanteste, was es gibt. Weil doch jeder anders aussieht. Wie erlangt man diese Fähigkeit? Also, unabhängig jetzt vom Können, dass man die Begabung hat, viel Training. Also, würde ich sagen, wie ein Musiker, der oft üben muss, oder ein Sportler, musst du auch hier dann das Laufen machen. Wie kam es dazu? Das Malen mache ich schon immer. Aber die Porträts eigentlich ungefähr seit 10 Jahren. Und zwar, das war vor genau 10 Jahren, 2006. Da hat mein Sohn ist auf ein Event gegangen von so einer Underground-Band bei uns in der Nähe. Und ich war alleine zu Hause und bin mitgegangen und habe meinen Block mitgenommen und dachte, probier's das mal. Und da habe ich die Musiker in der Bewegung auf der Bühne gemalt. Da habe ich das einige Jahre gemacht und habe gemerkt, das liegt mir eigentlich sehr. Und dann habe ich es auf normale Menschen, also, wie soll ich es ausdrücken, also Hochzeiten gemalt oder alle Leute oder Geburtstage feiern oder MF messen. Aber er schreibt auch Krimis. Auf alle Fälle, die Krimis sind Richtung schwarzer Humor und ich lege viel Wert auf eine raffinierte Lösung und ich kann bloß ganz kurze Krimis schreiben, nur nicht die lange Formel. Also am liebsten fast Limerick, also kurzes Gedicht oder dann Half Minute Krimis und wenn es ein paar Seiten ist, ist es schon lang für mich. Ich wollte aber immer noch einen neuen schreiben, aber ich habe es nicht gepackt. Es ist eine wunderbare Werkschau der Verlage gewesen, natürlich mit dem Schwerpunkt Österreich. Auch Günter Zäuner präsentierte im Literaturcafé sein halbseidenes Wien. Aber auch Verlage aus exotischen Ländern wie beispielsweise dem Iran fanden den Weg nach Wien.
Der Iran präsentierte nicht nur seine Literatur, sondern auch Kunsthandwerk. Groß war auch der Andrang vor der Bühne der Kinderbuchautoren. Wow! Super! Schlimmschneider! Total cool! Früher der Meier drückt die Pause-Taste und rennt aufs Klo. Das Wohnzimmer. Eine gelungene Buch Wien und man darf schon jetzt auf die Buch Wien 2017 gespannt sein. Ich habe es in Zäuners Krimisalon schon öfters gesagt, wir Schriftsteller und Journalisten haben es in diesem Land beispielsweise sehr leicht. Wir können schreiben und publizieren, was und wann immer wir wollen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. In anderen Staaten sieht das ganz anders aus. Beispiel Türkei, wo Erdogan mit Berichterstattern und Autoren umspringt, je nach Belieben, wenn ihm deren Texte nicht in den Kram passen. Daher gibt es jährlich den Writers in Prison Day, weltweit veranstaltet von der internationalen Schriftstellervereinigung Pen Club. Schauplatz: die alte Schmiede in der Schönlaterngasse im 1. Wiener Gemeindebezirk. Am 15. November 2016 fand hier eine Veranstaltung statt, die es eigentlich nicht geben dürfte: der Writers in Prison Day. Leider sind Autoren und Journalisten in einschlägig bekannten Regimen und Diktaturen hinter Gittern oder werden immer wieder verhaftet, gefoltert und getötet. Pen Club verstand sich von Anfang an, weil er unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs entstanden ist, als ein Forum des Dialogs, das grenzüberschreitend und kulturüberschreitend aktiv sein wollte. Sollte. Dass selbstverständlich der Dialog nicht immer gut funktioniert hat, liegt ja wohl auf der Hand, denn auch Autoren und Autorinnen stehen nicht jenseits von nationalen Gefühlen oder Zugehörigkeitsgefühlen, Heimatsgefühlen. Kurzum, der österreichische Pen Club versteht sich als Teil einer Gemeinde, die weltweit tätig ist, und eines der Hauptziele ist die Beförderung des internationalen Dialogs, aber auch des nationalen Verständnisses, nämlich der Literatur und der Förderung derselben. Dennoch lassen sich diese Autorinnen und Schriftsteller nicht brechen, versuchen auf abenteuerlichen Wegen ihre Texte zu veröffentlichen und bekannt zu machen. Einer dieser unermüdlichen Helfer ist dafür sicherlich der Pen Club. Hat der internationale Pen Club das Programm Writers in Prison installiert, um in den Ländern, wo die Meinungsfreiheit bedroht ist, den Schriftstellern, Journalisten und Schreibenden zu helfen, die aufgrund des Gebrauchs von der Meinungsfreiheit im Gefängnis sitzen. Von den 140 Pen-Zentren weltweit gibt es in 48 Ländern ein Writers of Prison Committee, und es war immer schon ein Anliegen von mir, in diesem Committee mitzuarbeiten. Der österreichische Pen Club hat diese Arbeit schon viele Jahre, auch vor meiner Zeit, ausgeführt. Seitdem ich jetzt dafür tätig bin in diesem Jahr, haben wir insgesamt 7 Ehrenmitglieder ernannt, also Schriftsteller und Journalisten, die im Moment im Gefängnis sitzen, 3 davon im Iran,
zwei in Ägypten und einer jeweils in Katar und ein sudanesischer Blogger, der in saudi-arabischer Auslieferungshaft sitzt. Uns für diese inhaftierten Kollegen einzusetzen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Presseerklärungen, mit Schreiben an Botschaften, an Staatspräsidenten, mit dieser Auftrag dafür zu sorgen, dass diese Gefangenen eine andere Qualität von Sichtbarkeit haben, als sie das haben, wenn sie anonym in Gefängnissen verschmachten. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Gleichzeitig wollen wir aber auch bei uns im Land Aufmerksamkeit erregen, nicht nur dort, und auf das Problem hinweisen, dass in den letzten 10 Jahren die Meinungsfreiheit weltweit extrem eingeschränkt wird und in vielen Ländern Schriftsteller, Journalisten und Autoren im Gefängnis sitzen, nur dafür, dass sie ihre Meinungsfreiheit, was sollte man besser sagen, von ihrem Freedom of Expression Gebrauch machen. Amal Ali, eine Journalistin aus Eritrea, weiß, wie es um die Meinungsfreiheit und die Freiheit im Allgemeinen in ihrer Heimat bestellt ist. Heute lebt sie im Exil in London. Was ich über mein Land sagen kann, ist, dass dort die Freiheit massiv unterdrückt wird. Leider haben wir eines der schlechtesten Regime in dieser Welt. Es ist keinerlei Freiheit erlaubt. Weder Meinungsfreiheit noch politische Meinungsäußerungen. Journalisten leben sehr gefährlich. Wer sich dagegen widersetzt, landet im Gefängnis. Private Medien sind überhaupt nicht zugelassen. Wer es dennoch riskiert, wird inhaftiert. Wir wissen nichts über diese Häftlinge. Leben sie noch? Wurden sie bereits getötet? Niemand kommt an sie heran. Eritrea ist einer der fürchterlichsten Orte auf diesem Planeten, wo Freiheit überhaupt nichts zählt. Herzlich willkommen hier in der Alten Schmiede. Ich bin dankbar, dass das österreichische PEN-Zentrum an die Alte Schmiede herangetreten ist, um diesen Writers in Prison Day heuer hier zu begehen. Wie Sie vermutlich alle wissen, ist das eine eminent wichtige Aktivität, die der internationale PEN und die einzelnen PEN-Zentren in Abstimmung gemeinsam seit vielen Jahren durchführen. Der österreichische PEN-Club-Präsident richtete abermals einen Appell an die Zuhörer, sich für diese unterdrückten Menschen stark zu machen und einzusetzen. Kollegen sind heute nicht hier, aber wir wollen versuchen, ihre Stimme hörbar zu machen. Mohammed Al-Ajami, der nach Wien gekommen war mit seinem saudischen Freund und Menschenrechtler Ali Al-Hattab, ist am Samstag hier angekommen. Am Sonntag habe ich ihn begrüßen können. Wir haben uns mehrere Stunden in seinem Hotel unterhalten. Aber er hat eine Nachricht aus Argentinien bekommen, aus Katar bekommen, dass sein Bruder, Halbbruder, schwer erkrankt ist. Und er ist noch am Sonntagabend hier zurückgeflogen. Wir bedauern das sehr. I felt that it was my turn to be one of the voices. Per Videobotschaft meldete sich das argentinische Folteropfer Mario Villani. Er gehörte zu den Desaparecidos, den Verschwundenen unter der Militärjunta. Seine fürchterlichen Erlebnisse und Erfahrungen schrieb er in einem Buch nieder. The voices of my companions in misfortune again. The memory of their images
der Spring in the torture. Wie gedacht, es ist eigentlich schwierig. Unterstützt wurde Viljani dabei auch von dem österreichischen Menschenrechtsexperten Manfred Nowak, der an diesem Abend auch ausführlich über seine extrem wichtige Arbeit berichtete, nämlich sich unermüdlich zur Wahrung der Menschenrechte für Meinungsfreiheit und persönliche Freiheit einzusetzen. Von ihm gelernt, aber auch vieles. Danach präsentierte die gebürtige Sudanesin Ishraga Mustafa Hamid die eritreische Journalistin Amal Ali. Einer, der sich im Verborgenen für diese Sache einsetzt, ist Wolfgang Böck. Wenn er gebraucht wird, ist er zur Stelle. Ja, in erster Linie ist es wohl Solidarität mit Menschen, die in wirklicher Notlage sind. Und nachdem ich vor Jahren schon von Helmut Niederle angefragt wurde, ob ich da nicht mal lesen könnte, habe ich damals Ja gesagt und lese mittlerweile mit einer gewissen Regelmäßigkeit jedes Jahr einmal an diesem Tag zu dieser Veranstaltung. Wie beurteilen Sie die Situation dieser Schriftsteller und Journalisten in diesen Ländern? Haben die jemals eine Chance, frei zu kommen oder frei arbeiten zu dürfen? Ich glaube, das ist, muss man differenziert sehen. Das ist, hängt jeweils davon ab, wie sich die Demokratien in diesen einzelnen Ländern entwickeln. Ich habe schon erlebt, hier bei solchen Veranstaltungen, dass Menschen, die jahrelang im Gefängnis gewesen sind, dann auch tatsächlich hierher kommen konnten und wohl letztendlich dann im Exil weiterschreiben mussten, in ihre Heimat nicht zurückkehren konnten. Fein schaut das nicht aus für diese Leute, die da wirklich Schmerzvolles bis Lebensbedrohliches auf sich nehmen, weil sie mit ihrer literarischen Arbeit gegen die despotischen Regime ihrer Heimatländer kämpfen. Wolfgang Böck und andere Schriftsteller lasen aus den Texten ihrer inhaftierten Kolleginnen und Kollegen. Er schreibt jetzt Geschichte seit einer ganzen Ewigkeit. Tunesien steht auf gegen den Despoten, verjagt die Diktatur, die regierte mit Verboten. Unsere Verachtung gilt den Profiteuren, nutzlosen Leuten, und was wir loben, das muss uns überzeugen. Bist du ein Revolutionär, dann schüre das Feuer und nimm die Rettung mit Hammer und Meißel aus dem Stein. Seht hier den Kämpfer, er trägt schon sein Totenkleid. Er sagt, der Sieg ist nicht zu haben ohne Blut und ohne Leid. Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für die Unterstützung und Fürsorge in den entscheidendsten Tagen meines Lebens. Euretwegen und durch andere gute Organisationen, politischen Parteien und Menschen bin ich wieder frei. Mit noch mehr Engagement und sehr stolz, eines eurer Ehrenmitglieder zu sein. So wie wir profitiert haben, dass wir unsere Literatur bewahren durften, setzen wir uns heute ein, dass andere Länder, andere Nationen, andere Völker ihre Kultur, ihre Literatur bewahren können und sollen. Und ich wünschte mir, dass eines Tages Menschen sagen können, dass wir überhaupt eine Literatur haben aus Bangladesch oder unsere Literatur aus dem Iran, verdanken wir jenen Autoren und Autorinnen, die Zuflucht fanden. Ob das ist in Hamburg oder in Berlin oder in Wien oder in Untertulner Bach, ist da völlig gleichgültig. Das Syndikat klingt nach Mafia. Gefährlich, undurchsichtig. Genau das Gegenteil ist bei diesem Syndikat der Fall. Der Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Schriftstellerinnen und Krimi-Schriftsteller. Zeit, sich mit einem der Sprecher dieses Syndikats näher auseinanderzusetzen, was dieses Syndikat eigentlich ist, was es will. Außerdem findet in Österreich 2017 ein besonderes Ereignis im Zusammenhang mit diesem Syndikat statt. Er ist einer der drei Sprecher dieses Syndikats,
das überhaupt nicht im Verborgenen arbeitet. Wie der Name sagt, ist das Syndikat eine kriminelle Vereinigung, in dem Fall eine Schreibenkriminelle. Das ist der größte deutschsprachige Verband von Krimi-Autoren, den es in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich Mitglieder gibt. Und insgesamt sind es jetzt 740 Autorinnen und Autoren, die sich schon vor 30 Jahren zusammengetan haben. Also damals waren es natürlich weniger, damals waren es glaube ich am Anfang genau 3 oder so, inzwischen weit über 700, die sich zusammengetan haben, um gemeinsame Interessen durchzubringen, zu vertreten, vor allem aber auch, um sich zu vernetzen, um voneinander zu lernen, gemeinsame Veranstaltungen zu machen und einfach aktiv zu sein. Was kann man sich unter der Kriminale vorstellen? Die Kriminale, auch die gibt es seit 30 Jahren, ist quasi die größte Zusammenkunft von deutschsprachigen Krimi-Autoren und Krimi-Autorinnen. Es ist in erster Linie eine Seminarveranstaltung von Autorinnen und Autoren, das heißt also wirklich untereinander und mit Fachleuten Fortbildung für die Mitglieder. Es ist aber auch eine öffentliche Veranstaltung mit einer ganzen Reihe von hochkarätigen Lesungen. Der Dreh- und Angelpunkt oder sozusagen der Höhepunkt ist jeweils die Verleihung des Krimipreises der Autoren. Das ist der Glauser-Preis, der von unserem Verein vergeben wird für die besten Krimi-Publikationen im Jahr. Die Nominierten in diesem Preis sind jeweils auch Lesende im Rahmen dieses Festivals. Und der Höhepunkt, meist am Samstag, ist dann die feierliche Verleihung, sozusagen der Krimi-Oscar, der deutsche Krimi-Oscar, den wir da in einer großen Gala dann verleihen mit Interesse drumherum, mit Musik und jeder Menge Schmäh, wie man hier sagt, ist das so das Rahmen, die Eckpunkte der Kriminale. 2017 die Kriminale in Graz. Wird es klappen? Bin ich auch, muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf. Ich bin ja Exil-Deutscher hier in Wien lebend und das jetzt sozusagen unter meiner kleinen Beiwirkung, Mitwirkung, die Kriminale wieder mal nach Österreich kommt, freut mich sehr. Wir haben in Graz eine SOKO, also das Team an Autorinnen und Autoren, die immer vor Ort vorbereiten, auch Geld heranschaffen letztendlich, Sponsoren suchen, Veranstalter suchen. Das nennt sich dann immer eine SOKO. Die SOKO Graz ist exzellent, die arbeitet schon seit jetzt einem guten Dreivierteljahr. Und wir haben rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse im Oktober das Go bekommen, dass wir auch tatsächlich die Finanzierung stehen haben. Das Land, die Steiermark, ist da großzügiger Hauptträger der Veranstaltung. Und wir sind jetzt schon in der Detailplanung fürs Seminarprogramm. Wir haben die Eckpunkte mit der Eröffnung am Donnerstag, 3. Mai, Eröffnung, wie immer eine Benefizlesung. Es wird die schon genannte Preisverleihung des Glauser-Preises schon geplant. Also da ist man jetzt schon sehr weit. In den vergangenen Jahren waren wir um diese Zeit nicht immer schon so weit. Insofern sind wir sehr guter Dinge, dass das super wird in Graz. Dann gibt es noch den Schriftsteller Daniel Karinson. Bleibt dafür überhaupt Zeit? Die Zeit schneidet man sich immer aus der Rippe. Es ist nicht immer leicht, das alles unter einen Hut zu bringen, wobei ich schon dankbar bin, auch für den Brotberuf, der mir quasi die Freiheit gibt, zu schreiben und auch wieder nicht zu schreiben und nur dann zu schreiben, wenn es wirklich was Gutes zu schreiben gibt. Ich bin ein Pendler. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Wien, also eigentlich fast in Bratislava und fahre jeden Tag eine Stunde mit dem Zug rein und eine Stunde mit dem Zug wieder raus. Und so gesehen müsste eigentlich die österreichische Bundesbahn, die ÖBB, als Sponsor auf meinen Büchern mit draufstehen, weil die mir die Zeit schenken, quasi dann zu schreiben. Also von meinem letzten Roman, vorletztes Jahr ist der erschienen, ist tatsächlich, würde ich mal sagen, 4/5 sind wirklich im Zugfahren entstanden. Und die Syndikatsgeschichten, ich bin ja Gott sei Dank nur einer von 3 Sprechern und wir haben eine sehr aktive Geschäftsstelle, die den Hauptteil der Arbeit macht. Aber die Syndikatsachen, muss man dann schon sagen, die passieren dann doch meistens eher des Nächtens, Gott sei Dank per E-Mail, muss man heutzutage nicht mehr jemanden am Telefon tagsüber dran haben, sondern kann die Sachen dann zu nachtschlafender Zeit abarbeiten.
ganz ehrlich, können die ÖBB inspirierend sein? Naja, sagen wir so, die ÖBB sind eine Hülse, aber man hat ja im Zug Menschen, jede Menge. Und das ist natürlich schon inspirierend. Also wenn man jetzt irgendwo, gerade im Krimi-Genre, den einen oder anderen Charakter braucht, dann kann man sich einfach mal ein bisschen umgucken. Und man findet dann schon, die Leute telefonieren ja auch immer sehr angenehm, manchmal sehr laut. Da hört man auch immer wieder lustige Dinge. Also es ist doch durchaus inspirierend. Gott sei Dank bin ich aber auch in der Lage, im Zweifelsfall sehr abschalten zu können und dann wiederum völlig abgeschottet von meiner tobenden Umwelt auch im Zug vor mich hinzuschreiben, ohne diese Inspiration mitzubekommen, wenn ich sie gerade nicht brauche. Vielleicht sehen wir uns bei der kommenden Kriminale in Graz 2017. Eine der zahlreichen Veranstaltungen, die vom Syndikat durchgeführt werden, ist der jährliche Krimitag am 8. Dezember. Zeitgleich finden in verschiedenen Städten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich Benefiz-Krimi-Abende statt. Heuer führte mich mein Weg nach Reutlingen in Baden-Württemberg in Deutschland. An diesem Tag wurde auch die Anthologie Amors tödliche Pfeile vorgestellt. Herausgegeben von Veit Müller und erschienen im Verlag Oertel und Spörer. Ich bin darin mit meinem Kurzkrimi Mieten, Kaufen, Töten als einziger Österreicher vertreten. Reutlingen in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart. Krimitag am 8. Dezember, veranstaltet vom Syndikat der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautorinnen und Krimiautoren. Zeitgleich in verschiedenen Orten in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Reinerlöse dieser Veranstaltungen ergehen zur Gänze an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine. Und sie kamen in Scharen nach Reutlingen. So hard, but they break out of a little worse. Where you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just bones without a rose. Be careful of them in the dark. If I zur mittlerweile fünften Reutlinger Kriminacht im ehemaligen Oertel und Spörer Gebäude, die mit teuflisch guter Musik, wir haben es gerade schon gehört, blutrotem Wein, verführerischem Schmalzbrot, nachher nochmal für die Pause, und mörderisch kurzen Krimis einem hinterhältigen Appell an ihre unterschwellig zwar vorhandene, aber mutmaßlich noch ausbaufähige Hilfsbereitschaft gleichkommt. Veranstalter der Kriminacht ist erneut das Syndikat, ein keineswegs mafioser oder mafiöser Zusammenschluss von rund 750 Krimi-Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit so bekannten Namen wie Sebastian Fitzek, Bernhard Schlink oder Nele Neuhaus. Mein weniger bekannter Name ist Roland Hauser. Ich leite zusammen mit einer Komplizin das GEA-Ressort Reutlingen und Region und traue nach vier vorausgegangenen Kriminächten niemandem mehr über den Weg. Auch Ihnen nicht, meine Damen und Herren. Mit Ihrer zur Schau getragenen vermeintlichen Harmlosigkeit
die im Verlauf des Abends mutmaßlich wieder in genussvoll kollektives Mundtotmachen umschlagen wird. Aber darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Got a black magic woman. I got a black magic woman. Darum, die Situation der jungen, wohnsitzlosen Frauen in Reutlingen zu verbessern. Also das ist auf 3 Jahre angelegt und das haben wir uns zum Ziel genommen. Und dann kam natürlich jetzt diese Überraschung, dass wir hier diesen Erlös bekommen und es ist wunderbar, denn dieser Erlös läuft jetzt in einen Nothilfefonds und dieser Nothilfefonds wird damit aufgebaut und damit können wir ganz unbürokratisch jungen wohnsitzlosen Frauen helfen. Das kann sich ziehen von, die haben Hunger, da gehen wir mal mit einkaufen, da kann man was rausnehmen. Das Mietkonto ist leer, da kann man mal kurz ein Geld reingeben, dass dann vielleicht doch der Wohnordner behalten werden kann. Also so in der Art muss man sich das vorstellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Peng! Das reicht nicht. Das ist zu schwach, der Schuss. Das machen wir nochmal. Wir starten nochmal mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh ja. Sie ist mir gleich bei der ersten Begegnung aufgefallen. Ich stehe halt auf diese großgewachsenen, langhaarigen Typen. Auch wenn die meisten ein bisschen mager sind und ihnen so manche weibliche Rundung fehlt. Bei Hildegard in der Küche roch es nach frisch gebackenem Schokoladenkuchen. Sie trug eine Schürze und packte gerade das süße Gebäck in die Kuchenform. Die hatte einen Griff am Deckel und war so ideal zu mitnehmen. Mit der kleinen Aufmerksamkeit für die Nachbarn begab sie sich zur Wohnungstür, wo Franz seinem neuen Hobby nachging. Seine Augen klebten mal wieder am Spion. Er sei des Teufels, hat der Obernauer Josef zu ihm gesagt. Es ist das Letzte, an das sich der Richard erinnert. Danach hat ihn die Dunkelheit verschlungen. Jetzt liegt er im Dreck, gefangen in Schmerz, Kälte und Scham. Die Teilnehmer stehen auf dem Balkon der Reutlinger Stadthalle und diskutieren angeregt. Alles hat wunderbar funktioniert. Erfüllt von einer erwartungsvollen Freude, nippt Erik an seinem Prosecco. Zufrieden lässt er seinen Blick über die immer noch spärlich wachsenden Schnurrbäume des Bürgerparks schweifen. Wie Eisenspäne und Magnet, hatte er geradezu poetisch gesagt. Der Magnet bin ich, hatte sie gedacht. Natürlich. Sie hatte dagestanden auf dem Bahnsteig und auf ihr Smartphone gesehen, nach einer alternativen Zugverbindung suchend. Unglückseligerweise verpasste mir meine Mutter ausgerechnet diesen Namen nach meiner Geburt. Von einem Einfluss von Glückshormonen kann man nicht gerade sprechen, als sie diesen altertümlichen Namen für mich wählte. Denn wie sollte ich sonst in der Lage sein, bei meinen Beschattungstouren über Mauern zu klettern oder durch Büsche zu kriechen, wenn ich schon nach ein paar Minuten schlapp machte?
Außerdem war frische Luft vielleicht gar hilfreich, um die Nebelschwaden aus meinem Kopf zu vertreiben. Verlage treffen sich jährlich im Dezember im Wiener Museumsquartier zur alternativen Buchmesse Buchquartier, die inzwischen sehr beliebt geworden ist. An diesem Wochenende, dem 10. und 11. Dezember 2016, drehte sich alles um das Buch, zumindest während der Buchquartier 2016 im Wiener Museumsquartier. Natürlich war auch der österreichische Krimi ausreichend präsent. Vom Sach über das Reisebuch, vom Roman bis zum Kochbuch waren sämtliche Genres vorhanden. Für Bibliophile ein wahres Eldorado, da es mitunter Bücher gab, die man im Main Street Sortiment der Buchhandlungen nicht findet. Natürlich auch wieder eine Menge Lesungen. Von Jahr zu Jahr steigert sich diese alternative Buchmesse und wir dürfen gespannt sein, was uns 2017 erwartet. Nun zu unseren Neuerscheinungen. Ich bin mir sicher, dass das eine oder andere Buch von uns unter Ihrem Weihnachtsbaum liegen wird. Ein wenig Eigenwerbung sei mir zugestanden. Soeben ist der neue Kokoschanski, die Rache des Rembetiko, wie immer im Verlag federfrei erschienen. Σε κανένα μαξι Γερμανού και πάντα την.
Lena Seestadt Seifert Georg Haderer Sterben und Sterben lassen Heimon Jean-Christoph Grange Purpurne Rache Lübbe Reinhard Kleindl Baumgartner kann nicht vergessen Heimon Friedrich Arni Nackter Mann, der brennt Suhrkamp Günter Neuwirth gleich dreifach Fichtes Telefon Hoffmanns Erwachen Paulis Papp. Oskar Pfeiffer, Maulwurf Hatz, Gmeiner. Todd Goldberg, Gangsterland, Bertelsmann. Unter R. Leopold, Sechs Schlüssel ins Jenseits, Signum. Elisabeth Herrmann, Die Mühle, CPT. Samuel Björk, Federgrab, Goldmann. Nicky French, Böser Samstag, Bertelsmann. Frank Goldammer, der Angstmann, DTV. Lesungen stehen heuer noch an. Richtig los geht es erst wieder im Jänner. Wenn Sie uns persönlich hören wollen, kennenlernen möchten, unsere Lesetermine finden Sie unter www.krimiautoren.at und www.krimiautorinnen.at oder auf unseren Homepages. Wenn Sie selbst eine Lesung, eine Wohnungslesung in Ihren eigenen vier Wänden, ein Festival, eine Krimi-Veranstaltung möchten, dann wenden Sie sich an mich. Meine Mailadresse finden Sie unter www.günter-zeuner.at. Der Leser hat es gut, er kann sich seine Schriftsteller aussuchen.
Mit diesen Worten von Kurt Tucholsky beende ich die heutige Ausgabe von Zeuners Krimisalon für das Jahr 2016. Die nächste Ausgabe von Zeuners Krimisalon ist Ende Jänner 2017 online. Natürlich hoffen wir, dass sich das eine oder andere unserer Bücher unter den Christbäumen wiederfindet und wir auch den Leuten Freude und Spannung bereiten können. Bleiben Sie weiterhin Zeuners Krimisalon treu und Sie wissen, klicken Sie und klicken Sie, bis die Maus raucht. In diesem Sinne, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen und dem gesamten Team der Buchhandlung Bücher am Spitz und natürlich auch von mir, hier euer Günther Zeuner.